Das Islandpony. Als Gott sah, dass der Winter kam, rief er alle Tiere zusammen, um ihnen einen warmen Pelz zu geben. Als er sie gezählt hatte, merkte er, dass das Pony nicht da war. Er begann zu suchen und suchte und suchte und nach einiger Zeit fand er es auf einer Weide. Er fragte, willst du nicht auch einen warmen Pelz haben? Das Pferd sagte, ach, ich habe eine saftige Weide und friere nicht. Kaum hatte das Pferd ausgesprochen, fraß es auch schon wieder Gras. Einige Wochen vergingen, es wurde kälter und bald war alles voll Schnee. Das Pferd begann zu frieren. Es ging von einem Tier zum anderen und fragte um ein paar Federn, etwas Pelz oder einen warmen Unterschlupf. Aber nur die Taube allein wollte dem Pony etwas geben. Sie gab ihm 5 Federn, doch die wärmten nicht wirklich viel. Da begann das Pony Gott zu suchen und nach langem Herumirren fand es ihn. Es bat, oh, mir ist so kalt, hilf mir. Und Gott sagte, na du Gefäustenherst, du bist frech und störrisch, du bist zäh, du kannst lieb bitten und du siehst ein, wenn du einen Fehler gemacht hast. Also gut, ich werde dir ein ganz besonders dickes Fell geben und dich nach Island zu den Menschen schicken. Damit haben die Menschen dort eine ganz liebe, aber auch freche und zähe Ponyrasse. Ja? Und so kam das Islandpony zu seinem Namen und zu seiner Heimat. Anna Maria Schacher. Die zweite Geschichte finde ich deshalb so sensationell. Ich habe 3 Neffen, 3, 6 und 9 Jahre. Und der 6-Jährige und der 9-Jährige kennen eigentlich nur den Computer oder SMS. Und jetzt kam die Zeit, an das Christkind zu schreiben. Und da habe ich den 6-Jährigen dabei erwischt, dass er wirklich mit Füllfeder saß und versuchte zu schreiben. Ich habe gesagt, sag mal, Niklas, was schreibst du jetzt mit der Füllfeder? Sonst machst du alles mit dem Computer. Sagt er, weißt, das Christkindl wird wie die Mama sein. Mit der Füllfeder mache ich Fehler und es wird der Mama Herz erweichen, auch das Christkind Herz, da wäre mehr Krähen. Und wir sehen, dass die heutigen Medien, aber auch die heutigen Vorbilder sich ändern. Ich weiß noch, ich bin jetzt nicht unverschämt, wie ich ein kleiner Schauspielschüler war, war die Frau Kammerschauspieler Mangold mein großes Vorbild. Heute ist es anders. Heute haben wir andere Vorbilder und das werden Sie gleich verstehen. Der Botschaftsengel. Es war einmal ein kleiner Engel. Er wollte jeden Tag Fußball spielen, nur Fußball und Fußball. Aber auf den Wolken war es so feucht und deshalb hatte er ununterbrochen Schnupfen. Schnupfen, Schnupfen. Der heilige Petrus gab ihm einen Auftrag. Er sollte auf die Erde fliegen und allen Menschen zu Christi Geburt einladen. Und Gott fragte ihn nach seinem Namen. Der kleine Engel sagte, ich heiße kleiner Engel. Petrus sagte, aber bitte, so kannst du doch nicht heißen. Beckham, Beckham, heiße ich, sagt der kleine Engel, Beckham. Petrus meinte, bitte, so heißt doch kein Engel. Und der kleine Engel musste schon wieder niesen. Hapschi! Petrus sagte, so willst du heißen? Naja, meinetwegen, dachte der kleine Engel, hasse heute Hapschi. Er trug seinen Namen in das Buch ein. Hapschi nahm seine Jacke, um seine Flügel auf der Erde zu verstecken. Er flog auf die Erde und lud alle Menschen zu Christi Geburt ein. Hapschi! Moritz Stummer. Und nachdem wir alle so hart arbeiten und Sie nur unten sitzen und uns zuschauen, werden Sie jetzt mitarbeiten. Ich hätte nie geglaubt, dass es zum Thema Weihnachten einen Weihnachtsrap geben könnte. Sie wissen also, die älteren Menschen unter Ihnen, die über 20, Rap ist immer so, das ist da-da-di-da-da-da-da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh yeah! Es ist kalt, es schneit, in der Weihnachtszeit herrscht im Himmel Hochbetrieb. Oh yeah! Ein paar Tage noch und vom Himmel hoch fragt das Christkind, wart ihr lieb? Und der Weihnachtsmann viel zu schneller kann mit dem Schlitten durch die Welt. Oh yeah. Und vom Weihnachtsbaum stallt der Weihnachtstraum, der von Bethlehem erzählt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kinderaugen strahlen heller, Herzen schlagen immer schneller. Die stille Nacht ist nicht mehr weit. Und ich finde es ganz geheimnisvoll, sind Geschenke eingepackt. Es duftet nach Gebäck, Gänsebraten mit Specknüsse werden laut geknackt. Und um Mitternacht, alle sind noch wach. Läuten alle Glocken hell und dann fällt mir ein, wieder Kind zu sein. Wär das, was mir gefällt. Sheila, Conny und Jenny. Advent, Advent, der Christbaum brennt. Erst meiner, dann deiner, erst da und dann dort. Dann feiern wir Weihnachten an einem anderen Ort. Ohne Christbaum, ohne Lichter,
sieht man nur traurige Gesichter. Man denkt nur an Geschenke und das gute Essen. Habt ihr das Jesuskind total vergessen? Es ist geboren in Bethlehem, in einem Stall mit Vieh und Rind. Denkt doch an das arme Kind. Wir feiern jedes Jahr, als wären nur die Geschenke da. Und trotzdem freut sich jedes Jahr eine ganze große Kinderschar. Lisa Strianz.